So, wartet mal. Entriegeln. Entriegeln, dass die hier durch können. Die wollen sich immer noch nicht bewegen. Hallo. Feuerwehrleute. Muss ich mir jetzt neue holen, oder wie? Mir brennt die ganze Scheiße hier ab. Hallo, Feuerwehr. Wie wär's denn? Na, dann halt nicht. Dann geht ihr wieder. Dann hol ich mir zwei neue. Irgendwas ist hier kaputt. So, die sind schon mal ausgestiegen. Ja, muss ich das jetzt mit einer Feuerwehrtruppe schaffen? Hallo! Wieso rühren sich die nicht? Hier brennt es, lichterloh! Click right... Ah, right Maus. Ah, okay. Ich habe die falsche Maustaste gedrückt. Ah! Mir brennt hier alles ab. So, die rühren sich nicht. Jetzt wird schon langsam ekelhaft. Also jetzt brennt alles. Lauf mal schneller. Wir müssen das hier alles retten. Das ist eine ziemliche Aufgabe. Hier das irgendwie eingedämmt zu bekommen. So, mehr als kontrolliert abbrennen ist hier fast nicht mehr. Ah, wenn ich hier mit der falschen Ding rumarbeite. So, ihr arbeitet euch mal darüber. Ihr macht den Rest hier. Ah, das wird schon langsam. Ah, hier nochmal runter. So, du gehst mal hier hoch. So, du auch. So, die Truppe rückt noch ein Stück weiter vor. Hoch. So ungefähr. Alter, die kriegen ja eine Mordsvergiftung hier. Ja, zum Glück haben wir den Brand jetzt endlich unter Kontrolle. Das hätte natürlich besser enden können, wenn wir gleich richtig gearbeitet hätten. Aber ich glaube, es brennt hier nichts mehr. Ja. Die spritzen nicht mehr, die spritzen noch. Wieso spritzt ihr noch? So, alles gelöscht? Haben wir's? Mein Gott, da ist ein Überlebender zwischen den Trümmern. Okay. Grundgütiger, das ist Don Palermo. Von allen Insassen muss es ausgerechnet unser Mafia-Boss sein. Ja, so wie es aussieht schon. Die schlechte Nachricht für ihn ist, dass wir aufgrund der Budgetsenkungen all unsere festen Ärzte entlassen mussten. Die gute Nachricht ist, dass unsere Krankenstation immer noch einsetzbar ist. Stellen Sie ein paar Ärzte ein, damit sie sich um Don Palermo kümmern, während wir dieses Chaos beseitigen. Ja, hört sich schon mal wie ein Plan an. Wir müssen dieses Chaos beseitigen.
reißen sie mit dem Baggerwerkzeug die zerstörten Kantine und Küche ab. Sie müssen sämtliche Trümmer entfernen. Okay. Weisen Sie eine Müllzone zu an der Straße, um zu. Unsere Arbeiter werden die Trümmerteile dorthin bringen, damit die Müllwagen sie abtransportieren können. Endlich können Sie die Feuerwehrleute wieder nach Hause schicken. Ihre Arbeit ist getan. Ich habe für diese Zelle weitere Details in Ihren Aufgabenliste hinzugefügt. Wenn Sie einmal nicht wissen, was Sie tun sollen, führen Sie die Maus über das Ziel und Sie müssen und Sie erhalten zusätzliche Anweisungen. Okay, dann können die weg. Weg mit euch. Dann mache ich mal ein Fundament. Ah, erstmal baggern. Erstmal wegbaggern die ganze Sache. So, weg mit dem Müll. Weg mit dem Müll. Alle hinfort damit. Dann haben wir das schon mal. Oh, Alter, jetzt ruft er schon wieder an. Der Abriss dieses Gebäudes wird eine Weile dauern. Sie können die Zeit beschleunigen, indem Sie die Schaltfläche unter der Uhr betätigen. Ja, nicht unbedingt von notwendigen. So, Müllraum. Hier soll ein Müllraum her. Wird alles gemacht. Ist ja klar, dass alles wegkommt. Und wir brauchen ein paar Ärzte, die sich hier um den guten Palermo kümmern. Hier ist ja dreckig wie die Sau. Haben wir ein paar Putzkolonnen? Koch, Gärtner, Hausmeister. Ah, ein paar von denen hier. So ein bisschen verteilen. Was ist hier los? Oh, hier geht ein bisschen was nicht. So, entlassen Sie die Feuerwehrleute. Jo, haben wir gemacht. Dann können die Türe auch wieder auf Normalbetrieb gehen. Alles ganz easy. Also hier ist ja wirklich alles verbrannt. Alles. Der Wahnsinn. Ein Wunder, dass da der Don Palermo hier noch rausgekommen ist. Also der Wahnsinn. So, ich stelle mal ein Stück schneller. Hier wird natürlich munter rebelliert ein bisschen. Weil natürlich jetzt ein paar Sachen fehlen. Huch, Auto speichern. So, ein paar Arbeiter noch. So, dann hört es auch zu blinken auf. So, haben wir alle schon weggerissen. So, komm, reiß weg den Scheiß. Ich bräuchte immer noch Personal. Ah, jetzt haben wir die Arbeiter weg. Ja, und das Wegreißen, das dauert halt noch ein bisschen. So, nehmt alles auseinander. Ja, genau, okay. Wischt hier durch. Das ist super intelligent. Das hilft. Was habt ihr denn? Diese Zelle hat keinen. Was kann. Kantinenzugang. Oh. Die Häftlinge sind stinkig, weil sie keine Kantine haben. Ist natürlich klar, weil wenn man Hunger hat, hat man Hunger. Und das dauert dann natürlich eine Zeit. So, sehen wir zufälligerweise ein Polaroid. Ich sehe gerade mal keins. Wenn schon, denn schon, dann kann man die Zeit auch mal nutzen. Die wollen hier unbedingt raus. Die haben hier gerade mal Freizeit. Hier sind Sprinkler installiert. Also hier hätte eh nichts das Brennen anfangen können. Hier dann eher schon. Aber so Sprinkler sind auf jeden Fall eine gute Sache. So, die hier, der Bereich ist auf jeden Fall schon mal geclearet. Und jetzt muss hier nur noch der Rest abgerissen werden. So viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Ja, ein bisschen was haben sie noch zu tun. Müssen sie halt Gas geben. Und dann wird das schön langsam. Was ist hier los? Diese Zelle hat kein, ja, keinen Zugang. Ist klar, ist klar. So, macht mal schneller hier. So. Müll hat sich eigentlich jetzt auch nicht so viel angesammelt. Die Arbeiter müssen halt nur jetzt mal kurzzeitig ein bisschen ranklotzen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. So.
Kann man eigentlich... Ach nee. Kann man nicht. Bürokratie. Ah, okay. Gefängniswertung. Aha. Hauptmenü. Ah, ist das. Okay. So, dann haben wir das schon mal alle zerlegt. So, Geschäftsführer. Gute Arbeit. Sehen wir mal nach, wie es um unseren Verletzten geht. Wie es unserem Verletzten geht. Don Palermo. Das arme Würstchen. Ihm geht's mal gar nicht gut, unserem Don Palermo. Arg! Ich glaube, er will uns etwas sagen. Wer von euch dreckigen Hurensöhne war das? Niemand, Daddy. Das war ein Unfall. Haltet eure dreckigen Mäuler und hört gut zu. Beide. Wenn ich wüsste, welcher von euch beiden Arschlöchern den Brand gelegt hat, würde ich ihm den Hals umdrehen. Aber meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde in diesem Scheißbett sterben. Aber es gibt noch Familiengeschäfte zu führen. Der Name Palermo ist alles, was wir noch haben. Ihr übernehmt also die ehrenhafte Aufgabe, ihr dreckigen Wichser. Capisce? Wir wissen, was zu tun ist, Dad. Okay, wer von den Zweien wird es wohl gewesen sein? Und wollte den Don hier aus dem Geschäft drängen? Pass auf dich auf. Es ist noch nicht vorbei, Nico. Okay, da könnte es Clinch geben mit den beiden, aber egal. Ohne es werden die Häftlinge in ein paar Tagen die Mauer niedergerissen haben. Wir müssen das Gefängnis sichern, bevor es zu einem Aufstand kommt. Das ist der Einsatzbildschirm. Von hier aus können Sie den taktischen Einsatz von allen Wachen steuern. Setzen Sie die Wachen in alle Zellenblöcke und Räume ein. Wissen Sie, was? Weisen Sie Stationen in der Gefängnisumgebung 10 Wachen zu. Das sollte reichen, um Stärke zu zeigen. Außerdem will ich eine Patrouille im Innenhof, wo wir die neue Anlage bauen. Okay. Wenn Sie einmal nicht wissen, was sie zu tun sollten, führen sie die Maus über die Ziele und sie halten... Okay. Okay. Erstmal ein paar Einsatzkräfte. Wir brauchen ein paar Wachen. Komm. Setzen sie 10 Wachen im Gefängnis ein. 10 gleich. 1, 2, 3, 4... Achso. Shit. So, hier mal 2. Hier 2. Hier 2. Hier 2. Okay, hier nochmal 2. Ich glaube, hier reicht einer. Die haben hier nochmal frei schaffen. Dann eine Wachpatrouille. Nee, total ab des Weges mal. So, kann ich da jetzt eine Wache-Patrouille klicken Sie? Was? Um zu ziehen? Ach so, okay. Teilen Sie 2 Wachen zur Patrouille ein. Okay.
Hier, dann machen wir noch so einen Weg. So ein bisschen kleiner. Okay, dann habe ich zwei Wachen irgendwie drin, wieso auch immer. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit dem Wiederaufbau der von Küche und Kantine zuwenden. Zuerst müssen wir die Küche wieder aufbauen. Dazu müssen wir diverse Geräte installieren und ein paar Köche einstellen. Ist das getan, bauen Sie eine neue Kantine. Sind Sie mit allem fertig, fangen die Köche automatisch an, Mahlzeiten für das gesamte Gefängnis zuzubereiten. Wenn Sie sich irgendwann einmal nicht sicher sein sollten, was Sie zu tun haben, führen Sie die Maus über die Aufgabenliste. Jo, da haben wir ein bisschen was.